Hallo und herzlich willkommen zu Teil 39 von Nine Sols. Wir sind immer noch in der Fabrik und es geht immer weiter nach oben, aber wir haben uns ja entschlossen, dass wir in dieser Folge noch ein bisschen was anderes machen. Einmal ins Pavillon zurückgehen und dann diese Zwischenbosse noch besiegen tatsächlich. Mir ist übrigens was aufgefallen, wir haben jetzt tatsächlich 31 von 54 Fähigkeitspunkten, das heißt, es ging ganz schön schnell voran und ich glaube jetzt tatsächlich, dass es, also dass nicht ein so ein Feld als ein Fähigkeitspunkt zählt, sondern tatsächlich die Felder jetzt hier als drei, weil sie eben drei Punkte kosten. Und das heißt wahrscheinlich, da wir ganz viel hier unten noch haben, was noch relativ teuer ist, dass wir doch auf diese 54 kommen, nur mit diesen Fähigkeiten. Das heißt, wir haben doch schon relativ viel. Also ich gehe mal davon aus, dass die anderen Souls nicht so lange dauern werden wie die Souls, die wir gerade machen. Also ich meine, wir haben jetzt dann auf jeden Fall zwei Drittel oder vielleicht sogar drei Viertel fast von unserem Fähigkeitenbaum, haben aber erst ein Drittel von den Souls. Also entweder kommt da noch was oder es geht mit den Souls schneller. Oder wir haben am Ende Fähigkeitspunkte, mit denen wir wenig machen können. So, da ist unser Baum, der jetzt gedüngt wurde. Guckt ihn euch an. Der ist auf jeden Fall groß geworden und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dieser Kiste da und können dann einen dieser drei Schätze aufmachen. Endlich. Was sind Dinge? Ich kann die Spitze von hier aus kaum sehen. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie einen so großen Baum gesehen. Ich möchte sehen, wie hoch er werden kann. Es gibt nur ein Problem. Wie sollen wir die oberen Äste stutzen? Das wäre kein Problem für die Menschen aus dem Yumin-Königreich. Schon wieder Menschen. Wahrscheinlich passt Menschen hier einfach nicht. Die Solarianer aus dem Yumin-Königreich wohl eher. Die meisten von ihnen können in niedriger Höhe fliegen. Oha. Ihre Städte entwickeln sich vertikal. Daher sind große Bäume wie dieser perfekt für sie. Diese Frau muss den Samen aus ihrer Heimatstadt mitgebracht haben. Sie können also alle fliegen? Das ist so cool. Sehen ihre Städte wie riesige Wälder aus? Ich wünschte, ich könnte mir das selbst ansehen. Freu dich nicht zu früh. Sie leben in einem ressourcenarmen Ödland. Daher ist alles, was sie anbauen, bis zum Rand voll mit GV. Was soll GV sein? Was ist das für ein GV-Ding, von dem du ständig redest? Ja, das frage ich mich auch. Ja, genetische Veränderungen, auch bekannt als Transmutation. Zum Beispiel, wenn jemand fliegen will, kann er Vogelgene in seinen Körper einpflanzen, damit ihm ein paar Flügel wachsen. Wenn wir dieselbe Technologie auf eine Pflanze anwenden, können wir alle Arten von hocheffizienten Nutzpflanzen produzieren. Das ist der Grund, warum einige der Bäume da draußen wie Fleisch schmecken. Können wir auch mit GV manipuliert werden? Hast die Gegner nicht gesehen? Außerdem bei deiner Stimme sieht es so aus, als wäre das schon passiert. Können wir das? Ich will auch mit GV manipuliert werden, damit ich so flauschig werde wie ihr. Bitte nicht. Eigentlich bist du sowieso schon ganz anders als die ursprünglichen Affenmenschen. Wurdest du auch mit GV manipuliert? Die anderen Leute in deinem Volk sehen alle größer aus als du. Hallo? Das hat nichts mit genetischer Veränderung zu tun. Oh krass, das war das Ende des Gesprächs. Das war jetzt ein bisschen plötzlich, oder? Geht es dir gut, Yi? Ja, okay. Sagt einfach das Gleiche. Aber cool, dass er hier den Baum weiter gießt. So, was kriegen wir? Hoffentlich was Gutes. Das muss eine Jade sein, oder? Ja. Igeljade. Ermöglicht ein präzises Parieren, um dem Gegner inneren Schaden zuzufügen. Nutze ihre Kraft und revanchiere dich. Oh, das ist halt geil. Boah. Aber drei. Drei ist so teuer. Wir haben nur fünf von diesen Punkten. Das ist echt bitter. Das ist echt, echt bitter. So, soll mal die Haarrückstände essen. Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Meine Nase kitzelt. Ja, ich glaube. Oh, Entschuldigung. Aber mit Ansage, und das hat jetzt gerade echt noch ein bisschen gedauert. Das sind doch nicht etwa deine echten Haare, oder? Nein, ich habe keine Transmutationsgewohnheit. Also ist mein Haar frei von Giften, was dir nicht schmecken wird.
Das ist okay, solange es nicht deine Haare sind. Es macht mir nichts aus, Haare zu essen. Ich will nur nicht deine essen. Hallo? Oh, das ist wundervoll. Es sieht kraus aus, aber es ist glatt wie Seide. Ich werde langsam ohnmächtig. Das Gift hat richtig reingehauen. Wem gehört denn diese Haarpracht? Ich kann es mir wahrscheinlich denken, so wie du gelacht hast. Aber es ist besser, wenn du es nicht weißt. Okay, wer soll das sein? Krass, dass es so reinhaut. Nur bisher, wir haben ihm ja richtig giftiges Zeug gegeben und es hat nicht halt reinkauen. Schweinischer Edelstein. Das schmeckt einfach wie Süßigkeiten. Versuchst du mich reinzulegen? Nein, das waren die Gallensteine eines Dankang-Ebers, die einen sehr hohen Schwermetallgehalt haben. Es zerfällt jetzt in meinem Mund. Außen bitter, aber innen erstaunlich süß. Was, du hast ihn mit deinen Zähnen zermalmt? Es besteht praktisch aus Metall. Was, ich zermalme immer harte Bonbons zwischen meinen Zähnen. Okay. Dann gib mir was von deinem leckeren Gebräu. Ich habe eine Frage. Wenn wir von euch Monstern gekidnappt wurden, wo kommen wir denn ursprünglich her? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hätte gedacht, die kommen von einem Planeten. Von einem blassen, blauen Planeten. Blasser, blauer Planet. Das heißt, wir sind hier nicht auf der Erde, aber die kommen von der Erde. Meine Heimat ist blau? Das war sie, zumindest als wir sie entdeckten. Dein Zuhause ist genau wie Penglai. Ozeane und Leben, soweit das Auge reicht. Aber wegen New Kanlan, es ist wahrscheinlich nur noch ein Land aus Eis und Schnee. Deine Zauberei kann also ganze Welten verändern? Unglaublich. Okay. Es ist alles meine Schuld. Oh, seine Schuld. Okay, interessant. Heißt es, wir sind auf einem anderen Planeten und der blaue Planet ist wegen New Kanlan zu Eis und erstarrt sozusagen, also kalt geworden? Heißt es, irgendwie wurde die Energie abgezogen oder so, oder die Sonne kaputt gemacht oder wie auch immer? Oder sind wir doch auf der Erde, aber halt in diesem, keine Ahnung, in dieser unterirdischen Basis, vielleicht gibt es ja da oben einen Ausgang oder so, in dieser unterirdischen Basis in New Kanlan eben. Immer noch viele Fragen, gell? Viele Unklarheiten. So, okay. Jetzt holen wir uns noch hier einen neuen Chip. Oder geben einen neuen Chip ab. Vielen Dank, ich danke euch. Gute Taten, großes Glück, langes Leben. Und jetzt ärgerst du mich einfach nur? Guter Herr, großer Fortschritt, langes Leben, große glückliche Familie, füll das Haus. Okay. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn alles? Also hier unten fehlt noch ein Schatz im Gefängnis. Dann hier fehlt auch noch ein Schatz. Dann fehlt hier auch ein Schatz und noch irgendwo eine Nachricht. Interessant. Hier fehlt ein Zwischenboss, das wissen wir. Drei Schätze und ein irgendwas zum Lesen. Und hier auch noch drei Schätze und einmal was zum Lesen. Also einiges, was uns da entgangen ist. Aber ich würde sagen, so richtig auf diese krasse Schatzsuche gehen wir später. Alter, was ist denn das für ein Bild? Soll das Shenong sein? Der hat voll die Brüste. Warum hat er den mit solchen Brüsten gemalt? What the fuck? So, wollten Spalter X wollten wir noch, gell? Ja, ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Eigentlich müssen wir ja die Recheneinheit kaufen. Zumindest war das der Plan, würde ich sagen. Das ist natürlich auch geil. Pfeifenfiole. Wie viel brauchen wir denn, wenn wir... Gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Das war, glaube ich, 3500 für dieses Upgrade, oder? Kaufen, 3500, ja. Und Frucht der Qualen gibt es noch. Also das können wir uns mal noch sparen. Kaufen wir uns eine Recheneinheit.
3, 5. Das heißt, ich brauche 800. Ups, recyceln. Damit komme ich auf 800, sehr gut. Dann sparen wir uns die 2000er für irgendwann anders, holen uns eine Recheneinheit und dann würde ich sagen, machen wir entweder Stasis rein oder tatsächlich, ich glaube, wir machen einfach Stasis wieder rein. Gerade gegen Bosse oder so ist das auch ganz cool. Oh krass, wir können direkt nochmal eine kaufen. Boah, aber das ist halt teuer. Also ist es vielleicht doch schlau, so auf dem Gold zu bleiben, oder? Ich bin mir unsicher. Sammelradius, wir können es wegmachen, scheiß drauf. Aber dann machen wir das hier rein, dass Detonation nicht unterbrochen werden kann. Oder machen wir das rein? Oder warten wir noch, bis wir genügend Geld haben, genügend Punkte haben? Weil momentan ist es ja egal. Momentan brauchen wir keine Stasis unbedingt. Oder? Ja komm, wir gehen zurück. Wir lassen das mal so. Was haben wir denn, was ein einziges oder was nur eins kostet? Nur das da noch, gell? Na ja, runterfliegen ist alles scheiße. Das hier. Oder ein interessantes anderes Zweier, das wir vielleicht reinmachen können. Zeit verkürzen. Das hier testen wir mal. Wenn du Feinde mit einem Hieb... Irgendwas Interessantes. Das war das mit Parieren, gell? Ich mach mal das hier rein, glaube ich. Mal probieren. Und dann, sobald wir diese drei Punkte haben, machen wir wieder Stasis rein, würde ich einfach sagen. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Und da erstmal nach oben, oder? Hätten wir vielleicht sogar einen anderen Weg runtergehen sollen. Vielleicht wäre das schlauer gewesen. Bin mir nicht sicher. Eigentlich ist es egal, wir können auch erst nach rechts gehen, gegen den Boss da rechts kämpfen. Na komm zu mir. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Und dann mit dir. Jawohl, endlich hat es mal richtig gut funktioniert. Krass, wie das bis hier rüber fliegt. Oh, ist ja schon ein Stück zum Boss, gell? Ich sollte mich echt konzentrieren, dass ich den nicht verkacke. Jawohl, das war doch auch mal gut. Das war doch auch mal gut. Okay, einfach hier nach rechts. Alles andere bringt uns gar nichts. Oder runter zu gehen und so bringt uns überhaupt nichts. Krass, wie das Ding trotzdem noch trifft. Ich glaube, ich spare mal meine Talismane für den Zwischenboss. Da ist er schon, oder? Aber wir müssen oben rum. Wir müssen halt gucken, dass wir so viel wie möglich Gegner noch besiegen. Oh, das ist so cool, wie chillig das ist. Jetzt hier. Also, dass es nimmer... die Radioaktivität nimmer blinkt. Da ist auch noch einer der größeren. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal unten rum. Komm, schieß nochmal. Schon geil, wenn man alles reflektiert. Ja, ich bleibe auf jeden Fall erstmal oben. Alle hier platt machen. Und tschüss. Ich könnte mal vielleicht auch hier weiterlaufen. Oh, ein Shortcut vielleicht aktivieren nach unten. Aber bringt das irgendwas? Wo führt das hin? Das führt einfach nur zum Aufzug runter, oder? Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Und hier geht's. Hier könnte schon auch noch irgendwas sein, dass wir da später hinkommen. Okay, also. Kampf gegen den Zwischenboss. Gucken wir mal. Kann ich mich an den anschleichen? Nee.
Ah, shit. Ja, what, als ob. Shit. Ja, das Wasserding einfach zu schlecht, muss ich sagen, ganz ehrlich. Okay, das wird spannend. Das wird spannend. Jawohl. Give first try. Wir sind einfach zu gut mittlerweile. Einfach zu stark. Fokusjade. Verbraucht eine Key-Ladung, wenn er einen geladenen Schlag ausführt, um einen stärkeren Schlag auszuführen, der härter trifft und weiter reicht. Was? Okay, krass. Das heißt, mein geladener Angriff wird noch fetter, oder was? Wird noch stärker. Ist natürlich schon auch cool, gell? Das ist schon auch ziemlich cool. Macht ziemlich Spaß, aber... Ja, halt die Frage immer, gell? Drei Punkte. Drei Punkte sind halt einfach zu viel, zu teuer. Da muss man auf zu viel anderes verzichten. Das ist echt ein bisschen ein Problem mit diesen Recheneinheiten. Ich hoffe mal, wobei das sieht echt so aus, als gäbe es dann immer so viele, gell? Vielleicht können wir die ganze Linie da oben voll machen. Da würden vielleicht noch mal so viele kommen. 2, 4, 6, 12 wären es dann. 12 wären schon gut. Aber bis wir das haben, dauert es auch noch ewig. Das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Nicht so leicht. Gut, wir erholen uns kurz. Und gucken jetzt noch nach dem anderen. Da muss ich jetzt aber hoch einfach, oder? Ich weiß nicht genau, was der beste Weg ist. Gucken wir einfach. Hier vielleicht, oder? What? Krass, wie oft er mich jetzt gerade getroffen hat. Wie oft er mich getroffen hat, wie Pfeifen Dings sich schon wieder verbrauch, aber es ist okay. Es ist okay. Hier ging es nicht hoch, gell? Da schaffe ich es nicht. Hätte ich vor ein paar Tagen nicht runterfallen sollen, gell? Hätte ich direkt hin müssen. Oh, diese komischen Laufbänder stressen mich auch. Komm her. Komm her zu mir. Und tschüss. Schon auch geil, dass man ein bisschen mehr aus der Entfernung Sachen aufsammelt. Das vermisse ich dann manchmal schon. Vielleicht komme ich hier doch rüber. Nee. Scheiße. Wir müssen nochmal von oben hin. Das heißt, wenn ich hier nicht hochkomme, muss ich rechts rum, oder? Oder links. Ich glaube, ich gehe rechts rum. Das hätte ich echt... früher schon machen sollen. Hier gab es keinen Weg. Das sind echt solche richtig fiesen Brutkästen hier. Wie da einfach die Gegner hergestellt werden. Aber das erklärt auch, warum es so viele von denen gibt, warum die immer wieder kommen. Schon wieder 766. Aber das Gold brauchen wir jetzt auch. Also wir haben echt einiges, was wir jetzt kaufen können wollen. Verschiedene Recheneinheiten, Pfeifen-Upgrades. Alles viel Geld kostet das. Da bin ich... Oh, fuck. Da bin ich echt mal gespannt, wie viel man da sich noch kaufen kann.
Ich hoffe noch richtig viel, dass wir was mit unserem Geld anfangen können. So, okay, jetzt habe ich hier hoch. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob nach rechts oder nach links. Krass. Aber es ist voll cool, dass das jetzt alles irgendwie nur dieser interne Schaden ist und wir den jetzt einfach hier wieder aufladen. Gerade schön langsam. Oh, ich will mal testen, wenn ich den angreife. Ja, okay, guck mal. Seht ihr, das ist halt schon ganz schön. Also das ist ja die Rune, die wir drin haben momentan. Oh, dieses Aufnehmen ist schon richtig cool von der Entfernung. Ihr seht, wie viel Zeug jetzt, wie viel Geld an uns tatsächlich vorbeifällt. Und das ist nicht cool. Okay, jetzt sind wir oben. Da ging es nämlich nach oben, da sind wir weggefahren. Das will ich aber dieses Mal nicht. Dieses Mal gehen wir hier rüber. Da können wir das nämlich dann schön aktivieren, oder? Ach, scheiße. Dieses Mal war es so schnell. Das gibt's doch nicht. Okay, Konzentration. Er braucht kurz. Jetzt. Komm, du auch. Komm her. Dieses Mal hat er nämlich voll schnell gezielt. Das ging viel schneller als beim anderen. Irgendwie ist das beim ersten Schuss so. So, und jetzt. Das hat nämlich beim letzten Mal einfach nicht gereicht. Weil das sich dann einfach wieder heilt. Ich sterbe jetzt hier nicht. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Das hätten wir eigentlich hinkriegen können, gell, wenn wir uns beeilt hätten. So, und jetzt muss es eigentlich da hinten noch Schätze geben, oder? Das muss jetzt auch so eine Art Schatzkammer sein. Wie viel fehlen noch? Noch zwei und noch eine Nachricht. Also eigentlich erwarte ich schon, dass es da jetzt ein bisschen was gibt. Und ich dachte, hier stand der Boss. Aber das wird er nicht, hoffe ich. Ah, das ist auch wieder so ein Raum. Ah, das heißt, es gibt mehrere von denen. Gibt es dann auch eine Taufrucht? Medikamentenschrank-Warnmeldung. Warnung, Medikamentenschrank beschädigt. Verwende den Gentilger bei allen verbleibenden Versuchspersonen. Die Transmutationsmedizin ist eine Kombination aus biologischen und chemischen Substanzen, die eine Veränderung der Gensequenz ermöglichen. Sie kann geschluckt oder inhaliert werden. Bestimmte Medikamente verursachen starke Schmerzen, die für viele Menschen unerträglich sind. Einige Medikamente haben starke Nebenwirkungen und müssen unter fachkundiger Anleitung verabreicht werden. Ah, schon wieder Menschen. Also entweder ist das ein Übersetzungsfehler oder, keine Ahnung, eigentlich muss es einer sein, oder? Oder ist auch wieder so ein Stein? Gentilger. Dieses Gift kann irreversible Schäden verursachen, wenn es einem Transmutationstiegel zugefügt wird. Dieses speziell verfeinerte Neutralisierungsmittel, das zur Kontrolle entgleister Experimente entwickelt wurde, beendet alle durch die genetischen Veränderungen verursachten Auswirkungen. Was? Das heißt, man kann einen damit nicht mehr also nicht mehr mutiert machen. Habe ich das richtig verstanden? Das klingt so ein bisschen, oder? Das könnte ich eine Mutation damit rückgängig machen. Das ist ja voll krank. Nur wem geben wir das? Wo ist es denn? Nirgends. Ah, doch hier. Dieses Gift kann... Ja, bla bla bla. Beendet alle durch die genetische Veränderung verursachte Auswirkungen. Krass. Krass. Ein Schatz fehlt uns noch, aber scheiß drauf. Ich denke, wir werden irgendwann, wenn wir das Spiel so gut wie durch haben, nochmal kurz überall rumlaufen. Gucken, ob wir alles finden. 100% machen oder so. Also das ist noch nicht
Noch nicht beschlossen, aber bisher, momentan hätte ich da auf jeden Fall Bock drauf, das zu machen, das anzugehen. So, aber jetzt fahren wir wieder nach oben, speichern da und dann könnte in der nächsten Folge tatsächlich schon der Bosskampf kommen. Ich glaube nicht, dass es hier noch weit ist bis zum nächsten Kampf. Leider reicht es uns nicht ganz für den dritten, fürs dritte Upgrade. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht gibt es hier auch noch ein bisschen was zu tun und wir kommen erst in der nächsten oder übernächsten Folge hin. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.